Die Sonne gibt nicht auf. Beim Oktoberfest des TC Blau-Weiß ist das Wetter nochmal richtig gut. Rechtzeitig zur Gaudi. Wer Bier, Bratwurst, Krebs oder Gebäck liebt, dem wird die Wiesen in Klein auf jeden Fall zusagen. Vor den Hockeyspielen kann man sich gediegen im Biergarten entspannen. Nebenan wird sich bereits aufgewärmt. Die ersten Herren des TC Blau-Weiß stehen den Männern von Uhlenhorst Mülheim gegenüber. Trotz des Heimvorteils haben die Berliner Schwierigkeiten. Der Gastgeber wird geradezu Opfer einer regelrechten Torflut. In Halbzeit 1 und 2 gelingt es den Gastgebern, den Blau-Weißen nur jeweils ein Tor zu erzielen. Uhlenhorst Mülheim hingegen lässt nicht locker. Das ganze Spiel über bauen sie großen Druck auf, zeigen sich angriffslustig. Nach dem 2:1 für die Favoriten aus dem Westen in der ersten glücken den Gästen in der zweiten Halbzeit noch 6 weitere Treffer. Selbst in der letzten Minute schafft Tim Herzbruch mit seinem Schlag das 8:2, das dritte Tor für Herzbruch und ein deutlicher Sieg für Mülheim. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr dominant aufgetreten. Schon in der ersten Halbzeit haben unsere Großchancen nicht genutzt. Das hat Blau-Weiß Berlin ganz gut gemacht. Hatte im Kreis immer einen Schläger noch mal drin. Wir sind da so ein bisschen verzagt, haben den Keeper angeschossen. Dadurch wurde auch immer besser. Zweite Halbzeit haben wir unsere Chance genutzt und ich denke, da haben wir uns auch in Flow gespielt und dann letztendlich auch so hoch und verdient gewonnen. Ja, Mülheim ist natürlich einer der Top-Teams in der Liga, sind letztes Jahr deutscher Meister geworden. Und wir waren am Anfang auf jeden Fall überrascht von dem Tempo. Das war bis jetzt auf jeden Fall das schnellste Spiel, vor allem die ersten zwei Viertels. Da kamen wir am Anfang nicht hinterher, kamen gegen die starke Raumpressing-Taktik von denen nicht ganz klar. Machen dann zwei glückliche Tore, muss man dazu sagen. Und ja, am Ende raus ist es natürlich, wenn du im Kopf noch das Spiel morgen hast, wo es gegen Abstiegskonkurrenten geht, dann lässt du halt ein paar Körner liegen. Und dann ist es natürlich unnötig, aber für uns jetzt eigentlich auch ein bisschen egal, dass das Spiel dann am Ende doch 8:2 ausgeht. Auch die blau-weißen Damen dürfen zeigen, was in ihnen steckt. In der zweiten Bundesliga widmen sie sich den Damen vom Nürnberger HTC. Nach dem Eröffnungstreffer von Fee Schwettmann in der 5. Minute beginnt ein Kräftemessen. Das Publikum hält geradezu die Luft an. Das Spiel entwickelt sich nur langsam. In der 37. Minute dann der Ausgleich von Inga Kühnel. Alles scheint möglich. Letztendlich können die Damen von Blau-Weiß überzeugen. In der 52. Minute trifft Eileen Albert für Blau-Weiß zum 2:1 und holt damit doch noch einen Sieg für den Berliner Traditionsverein. Ich denke, wir haben hart gekämpft, hatten heute auch eine ziemlich gute Torhüterin, die vor allem mit ihrem Save am Ende uns das 2:1 nach Hause rettet. Bei der können wir uns ganz herzlich bedanken. Danke, Julia. Genau. Ja, harter Gegner. Ich denke, es wird auch spannend in der ganzen Saison jetzt mit den beiden Aufsteigern. Also Nürnberg ist ein guter Konkurrent. Genau, wir sind mit viel Respekt auch in das Spiel reingegangen, weil wir auch gesehen haben, dass der Südaufsteiger beide Spiele zu Anfang der Saison auch gewonnen hat. Ich glaube, wir haben am Ende unser Spiel ruhiger zu Ende gespielt als Nürnberg, die sich so ein bisschen aus der Spur haben bringen lassen, auch durch die vielen Karten und sich dadurch ein bisschen vom Weg abkommen haben lassen. Ja. Ein Sieg, eine Niederlage, kein optimaler Verlauf für Blau-Weiß. Gefeiert wird aber natürlich trotzdem, denn nach getaner Arbeit schmeckt das Bier gleich doppelt so gut.